Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Im letzten Part haben wir die Charakterquest von Kiria abgeschlossen und die von Tiki angefangen. Und ja, wir bringen Tiki jetzt ihren geliebten Donut und gucken mal, ob sie sich darüber freut und wie das Ganze jetzt weitergeht. Weil ich meine, es war schwer genug, diesen Donut zu bekommen. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass er jetzt schmeckt. Itsuki-Oni-chan! Oh, großer Bruder! Donuts! Donuts! Ah, tut mir leid, dass du warten musstest. Ich könnte jetzt auch einfach den Blumen Palace benutzen. Das wäre echt gemein. Nein. Tut mir leid, dass du warten musstest. Au, danke, großer Bruder. Tiki Waifu hat mit uns geteilt, als Dankeschön für ihre Rettung. Verstehe, das ist nett von ihr. Tiki? Tiki? Watashi, sabare nai no. Oni-chan tachi no sekai no mono ni. Ich kann Dinge aus deiner Welt nicht berühren, großer Bruder. Hä? Huh? Ich habe keine physische Form. Das ist echt unpraktisch. Aber weil ich es nicht kann, möchte ich, dass du den Donut für mich isst, großer Bruder. Wenn ich sehe, wie du ihn isst und du mir sagst, wie er schmeckt, dann zählt das quasi so, als würde ich ihn essen. Oh. Also die zweite Antwort wäre schon gemein. Ich meine, es ist schon blöd genug, dass Tiki den Bloom Palace wirklich nicht verlassen kann. Ich meine, immer in diesen vier Wänden, mehr oder minder vier Wänden, gefangen zu sein und immer nur zu hören, wie es außerhalb so ausschaut, das ist, glaube ich, schon ziemlich hart. Aber zusätzlich noch nichts aus unserer Welt berühren zu können, also vielleicht auch uns nicht, dass sie uns nicht umarmen könnte oder so, das ist schon echt ein schweres Schicksal. Und wenn sie das gerne möchte, dann essen wir natürlich auch den Donut für sie. Yatte miyou. Sore ja, tabete miru yo. Okay, los geht's. Es ist nervenaufreibend. Nun gut, ich leg los. Also, wie schmeckt er? Kannst du mir davon erzählen? Ich werde dir ganz, ganz viele Details erzählen, weil wenn ich das schon mache, dann soll Tiki ja auch wirklich das volle Programm bekommen. Ich werde dir alle Details erzählen. Ich habe schließlich eine große Verantwortung zu tragen. Aha. Und Itsuki hat in den Donut gebissen. Die äußere Schicht ist schön knusprig, aber das Innere ist überraschend saftig. Trotz seines Namens ist der Donut nicht extrem süß. Keine Zutat unterdrückt die andere und das Ganze kreiert eine schöne Harmonie. Was zur... Das sind sogar Nüsse drin. Verstehe. Deswegen war es so knusprig, als ich reingebissen habe. Also, was denkst du?
Er war wirklich lecker. Ich kann verstehen, warum er beliebt ist. Wirklich lecker, ha? Huh? Freut mich, das zu hören. Danke, großer Bruder. Es fühlte sich wirklich so an, als würden wir ihn zusammen genießen. Wie ich mir dachte, deine Welt ist wunderbar. Es gibt total viele tolle Sachen, wie Kunst, leckeres Essen wie Donuts, verschiedene Leute und... Wie auch immer, eure Welt ist voll mit Wundern. Wenn mein Körper nur nicht so wäre. Schätze, ich bin wirklich nicht viel wert. Aber du bist nicht alleine, Tiki. Wir sind alle bei dir, um dich zu unterstützen. Es gab Zeiten, in denen ich mich einsam gefühlt habe. Besonders als ich darauf gewartet habe, dass ihr zurückkommt. Es fühlte sich so an, als wäre ich allein auf dieser Welt. Aber seit du mir gesagt hast, dass ich eine Verbündete bin, fühle ich mich nicht mehr einsam. Diese Welt mag mich nicht akzeptieren, aber deine Freunde und du tun das. Deswegen liebe ich die Welt, in der ihr alle lebt, großer Bruder. Also lass sie uns beschützen, komme was wolle. Ja, ich zähle weiterhin auf dich, Tiki. Yep. Oh, das ist so süß. Und ich meine, sie kann ihn vielleicht nicht essen. Und es zählt vielleicht auch nicht als Essen, wenn ich ihn für sie esse. Aber wir haben ihn zumindest zusammen genossen. Das ist die Hauptsache. Und ich fand die Aussage auch irgendwie so süß. Oh, neuer Backup-Skill. Wo sie meinte, die Welt mag mich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Beziehungsweise hat vielleicht keinen Platz für jemanden wie mich. Aber die Leute, die mir wichtig sind, akzeptieren mich und das ist alles, was zählt. Und deswegen bin ich der Welt auch gar nicht böse. Und das fand ich echt sehr, sehr süß. So. Oh, wir kommen leichter an Performer dran. Sehr schön. Das kann auf jeden Fall nicht schaden für die Zukunft. Also das ist auch sehr süß. Man merkt, glaube ich, dass sich Tikis Charakterquests sehr viel damit beschäftigen, dass sie eben keine physische Form hat. Und dementsprechend eben nicht rauskommt. Aber ich finde das total schön. So in der ersten Charakterquest hat man dann wirklich gemerkt, dass sie von sich selbst nicht viel gehalten hat. Und man ihr dann quasi gesagt hat, wir sind Verbündete, wir sind Freunde. Du hilfst uns, wo du nur kannst. Du machst mehr, als du glaubst. Und jetzt in der zweiten Charakterquest erfahren... Und dann in der zweiten Charakterquest erfahren wir dann halt auch wirklich, dass ihr diese Worte was bedeutet haben und dass ihr seitdem nicht mehr einsam ist. Und das finde ich wirklich unglaublich schön. Also man merkt schon so ein bisschen Charakterentwicklung. Es sind nicht immer die tiefgründigsten und düstersten Stories, aber es sind schöne Stories auf jeden Fall. Barry, ich würde gerade sagen, das Ausrufezeichen war da, aber Barry nicht. Dann würde ich mich ganz gerne jetzt der nächsten Charakterquest widmen, Überraschung, Überraschung. Weil ich glaube, die von Ellie ist ein bisschen länger, deswegen nehme ich erstmal die hier. Oh, it's okay. Danke, dass du gekommen bist. Tsubasa ist... Ach ja, ich erinnere mich. Er hatte ja via Topic geschrieben, dass Tsubasa heute einen ganz, ganz schlechten Tag hat. Es klingt wieder nach Comedy. Only you. Es klingt so ein bisschen nach einer Romanze, aber okay. Schauen wir einfach mal. Hi. Bitte erzähl mir mehr.
限定版のマモリンストラップが欲しいのです。Ich brauche die Limited Edition der Marmorin Glücksbringer. あれをフルコンプしないことには翼のレッスンに集中できないのです。 Wenn ich ihn nicht bekomme, werde ich sie nicht alle beisammen haben. Ich kann mich einfach nicht auf diese Übungsstunde konzentrieren. 行かせてください。行かせてください。 Ihr müsst mich gehen lassen. Bitte lasst mich gehen. Also, dieses Bild oder diese Bewegung, das würde echt ein gutes GIF abgeben. Das sieht wunderschön aus, als würde er gerade ertrinken oder so und verzweifelt versuchen, an Land zu schwimmen oder so. Anders kann ich mir diese Bewegung nicht erklären. Wie ich dir schon sagte, das wäre ein Problem. Oh, Itsuki, Barry ist so unvernünftig. Was geht hier vor sich? Und was ist ein Marmorin-Glücksbringer? Ein Marmorin-Glücksbringer ist ein Glücksbringer von Marmorin. Verstehst du das nicht? Danke für diese unglaublich gute Erklärung. しかし限定版はすでにどこも売り切れ。氷はもはやショートです。グッドマンもサッドマンです。Aber die Limited Editions sind schon ausverkauft. In den Läden herrscht reinste Flaute. Dieser Goodman ist ein Sad Man. Er spielt aber auch echt gerne mit seinem Namen rum. Was? しかし先ほど投資からの情報によってヒーホーマート渋谷店に在庫があることが明らかになりました。 Aber wie ich von einem anderen Fan gehört habe, gibt es wohl im Heihomart in Shibuya noch welche. こうしていられません。Barry Goodman, ich muss! Ich kann nicht einfach nur rumstehen. Barry Goodman bricht nach Shibuya auf. レッスン中もずっとこの調子なの。ストラップ買いに行かせてくれないと集中できないって。 Er ist schon die ganze Zeit so. Er sagt, er kann sich nicht konzentrieren, bis ich ihn diesen Glücksbringer kaufen gehen lasse. So da dann da. Verstehe. Senzai Ichigo no chance nano desu. Ikasete kudasai, please. Das ist eine einmalige Chance. Bitte lasst mich gehen. Bitte. Bitte tu einfach deine Arbeit. Lass mich doch einfach für dich gehen und du bleibst hier und arbeitest. Itsuki. Ich werde das für dich erledigen, wenn du Tsubasa eine angemessene Übungsstunde gibst, Barry. Super, genau wie geplant. Kesan? Geplant? Nun, dem nein ist. Really? Was ist das? Nichts. Wirklich? Das wirst du wirklich für mich tun? Ich dachte, du wärst ein hoffnungsloser Fall, aber du bist überraschend umsichtig. Okay, lieber. Die Verhandlung ist beendet. Kosho? Verhandlung? Komm schon, Itsuki, beeil dich. Die Glücksbringer werden ausverkauft sein, wenn du weiterhin hier rumstehst. Tut mir leid, dass du das wegen mir machen musst, Itsuki. Mach dir keine Gedanken, das ist sowieso alles Barrys Schuld. Das stimmt. Ich meine, das mit den Limited Editions kann ich verstehen, wenn man die unbedingt haben möchte und dann sind sie ausverkauft und es gibt sie nirgendwo mehr. Und dann sitzt du auf der Arbeit und stellst fest, man kann sie noch irgendwo kaufen und bist dann ein bisschen verzweifelt, weil du nicht wegkommst. Meine Güte, er capst mich an. Okay, geh zum Hi-Ho-Mart. Okay. Wie gesagt, er schreit mich via Topic geradezu an. Also wie gesagt, ich kann es verstehen, aber er muss ja nun mal seine Arbeit machen und dann Tsubasa so auflaufen zu lassen und irgendwie diese ganze Show zu planen, damit wir dann dorthin laufen. Er hätte auch einfach fragen können von vornherein, aber
Typisch Barry. Wenn ich schon keine Donuts hier bekommen habe, vielleicht immerhin den Glücksbringer. Entschuldigen Sie, haben Sie noch Marmorin-Glücksbringer? Tut mir leid, alle ausverkauft. Kann ich irgendwie auf andere Art und Weise welche bekommen? Nun ja, es ist nun mal die Limited Edition. Das könnte etwas schwierig sein. Das ist blöd. Nun, da du aber ein Stammkunde bist, könnte ich dir ein paar Insider-Infos geben. Ich kann dir von der Person erzählen, die den letzten Glücksbringer gekauft hat. Der Rest liegt an dir. Au, oh, aber das bleibt unter uns. Ja, natürlich. Okay, es ist leichter, das via Topic zu erklären. Ich kann dir die Details senden, also kann ich dir eine ID bekommen? Also Itsuki ist echt gut da drin, Topic-IDs mit Frauen auszutauschen, das merke ich immer wieder. Okay, bitte führe deine Zusammenarbeit mit dem Hihomat fort. Dankeschön, Anna. Auch wenn du hier keinen Namen hast, aber es ist ja eindeutig. Immerhin haben wir ein paar Anhaltspunkte. Ich wüsste zwar nicht, was uns das im wirklichen Leben helfen würde, weil ganz ehrlich, wenn die Person das kauft, drückt sie das bestimmt nicht einfach so wieder raus, aber okay. So, hallo, hallo, schreibt die liebe Anna. Also die Person, die den letzten Marmorin-Glücksbringer gekauft hat. Das war eine Frau mit einem tollen Körper, im Business-Outfit und mit Brille. Sie kommt eigentlich regelmäßig um die Mittagszeit, um Alkohol zu kaufen. Und während einer Arbeitswoche. Und sie fragt sich, was die wohl für einen Job hat. Ja, ich glaube, ich kann eventuell dieser Beschreibung entnehmen, wer das sein könnte. Ach ja, die liebe Maiko. Ich meine, es stimmt ja schon. Sie hat so ein bisschen so ein Business-Outfit. Sie hat ja, glaube ich, auch einen Blazer drüber an, über ihrem Shirt. Ihr Körper ist mit Sicherheit auch gut. Die ist ja ziemlich schlank und alles. Brille, Alkohol, ja, das kommt alles halbwegs hin. Au, hallo Itsuki. Brauchst du irgendwas? Maiko-san, gentei-no Mamorin-Strap, kaimashita-ka? Miss Maiko, haben Sie vor kurzem eine Limited Edition des Marmorin-Glücksbringers gekauft? Ja, habe ich. Was ist damit? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Würden Sie ihn mir geben? Was das betrifft... Nun, er ist eigentlich nicht für mich. Ich habe ihn für Marmori gekauft, weil sie mich darum gebeten hat. Marmori ni? Hat sie? So, watashi wa mou motte nai wa. Marmori-chan ni watashichatta kara ne. Yep, ich habe den Glücksbringer auch gar nicht mehr, weil ich ihn ihr schon gegeben habe. So dattan desu ka. Marmori, doko ni iru ka wakarimasu? Verstehe. Wissen Sie, wo sie zu finden ist? So. Keine Ahnung. Aber es könnte ein wenig schwierig werden, sie davon zu überzeugen, ihn abzugeben. Sie war wirklich glücklich darüber. Nun, ich werde trotzdem versuchen zu fragen. Finde das sehr schön, also dass Miss Maiko die gekauft hat, okay.
dass die nicht selbst da dran kommen. Also so als Agentur, die hinter Marmori steht, prinzipiell, ne, müssten die da auch so irgendwie dran kommen. Aber dass Marmori selbst welche haben wollte, ist schon interessant. Ach, schrei mich doch nicht schon wieder an. Ja, ich komme zurück und erstatte dir Bericht, aber du wirst nicht erfreut sein. So. Also finde ich echt interessant, dass es gerade Marmori war, die jetzt die letzten paar Glücksbringer hat. Na gut. Ich hänge zwar an meinem Leben, aber ich werde dann doch mal zurückgehen zu Barry und ihm Bescheid sagen, dass ich keinen Glücksbringer gefunden habe. Ich meine, was soll ich machen, wenn die ausverkauft sind, ne? Kann ja auch nicht zaubern. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir im nächsten Part. Aktuell machen wir es irgendwie immer so, dass wir die Charakterquest abschließen und die nächste direkt anfangen in einem Part. Aber von der Länge her hat es sich einfach so ergeben. Dann würde ich vorschlagen, beim nächsten Mal machen wir Barry fertig. Also seine Charakterquest, nicht Barry selber, der macht sie schon selbst genug fertig. Und fangen mit der letzten Charakterquest für diese Intermission an, nämlich mit der von Eleonora. Die wird wahrscheinlich auch zwei Parts dauern. Aber dann haben wir es erstmal wieder geschafft. Ich glaube, dann haben wir auch einiges erlebt gehabt in der Zwischenzeit. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.